Bonn, Juni 2002. Auf der Internationalen Filmmusikbiennale in der Bundeskunsthalle wird Theodorakis für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. Neben mehreren Filmmusiken sind es über 1000 Lieder, zahlreiche Opern, Sinfonien, Oratorien und Kammermusikwerke. Die Laudatio hält der ehemalige französische Kultusminister Jacques Lang. Wir haben in Griechenland ein künstlerisches Universum geschaffen, das sich in einem Punkt entscheidend vom Westen unterscheidet. Unsere Kunst hat mit dem Volk gelitten. Sie ist mit dem Volk ins Gefängnis gegangen und ist ihm bis heute treu geblieben. Das hat eine engagierte, ganzheitliche Kunst hervorgebracht, basierend auf einer Tradition, die bis in die Frühzeit der griechischen Antike zurückreicht, bis zu Sophokles, Archilos und den anderen, die es als erste Menschen gewagt haben, stellvertretend für ihr Volk, für die Werte der Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Zu Ehren des Preisträgers wird in Bonn seine Alexis Sorba-Suite gespielt. Mikis Theodorakis nennt sich selbst einen demokratischen Kommunisten. Aber den Kommunisten war ich zu demokratisch, den Demokraten zu kommunistisch, sagt er heute. Er ist ein Einzelkämpfer geworden, gehört längst keiner Partei mehr an und mag es überhaupt nicht, wenn seine Musik auch nur in die Nähe von Parteipolitik gebracht wird. Με την έννοια αυτή η μουσική δεν έχει καμία σχέση. Εάν με την λέξη πολιτική. Mit diesem Politikbegriff hat Musik überhaupt nichts zu tun. Εννοούμε. Wenn wir aber mit dem Wort Politik die Gesamtheit der Bürger meinen. Όλους πολίτες. Denn dies bedeutet es schließlich auch. Politik kommt aus dem griechischen Wort für Bürger. Εννοούμε δηλαδή. Wenn wir also unter Politik eine völlig andere Mobilisierung der Bürger verstehen, die dazu führt, dass sie ihre Probleme selbst lösen können. Wenn Politik die Verpflichtung des ganzen Volkes und aller Bürger bedeutet, sich für ihre eigenen Angelegenheiten und für die der Gesellschaft, der Nation, des Volkes zu interessieren, dann steht die Musik natürlich in einer unmittelbaren Beziehung zur Politik. Denn die Musik möchte ja gerade die psychische Verfassung der Bürger ausdrücken. Die Bürger bedienen sich zunächst der Politik, um ihre praktischen Probleme zu lösen. Ihre Reife erlangen sie jedoch in der Auseinandersetzung mit vielen anderen Dingen des Lebens. Sie entwickeln sich weiter über Bildung, Traditionen und über Kunst und Kultur, die ihnen zur Verfügung gestellt werden oder die sie sich bereits angeeignet haben. Bürger, die aufgeklärt und auch dank des Einflusses der Musik psychisch sensibilisiert sind, werden mündigere Bürger und können mit all ihren Problemen leichter fertig werden. Trotz Folter und Verbannung, Jahren in Konzentrationslagern und Gefängnissen, hat Mikis Theodorakis die Utopie von einer befreiten, selbstbestimmten, sozialistischen Gesellschaft bis heute nicht aufgegeben. Und auch seinen Platz nicht. Den mitten im Volk. In einer Zeit, in der das Volk leidet und in der ganze Völker ins Gefängnis gesperrt werden, nur weil sie die Freiheit lieben, keine Diktatur, sondern Demokratie wollen, ist der Platz des Künstlers, des Komponisten an der Seite des Volkes. Das Volk ist im Gefängnis, also sind auch wir im Gefängnis. Das Volk ist in der Verbannung, also sind auch wir in der Verbannung. Wie das Meer bewegt sich auch das Volk in Wellen vorwärts, in großen Wellen. Das eine Mal ist es ganz oben, das andere Mal ganz unten. Alle diese Wellen aber werden in erster Linie von innen- und außenpolitischen Einflüssen bestimmt. Das kleine Griechenland ist immer ein Spielball der Großmächte gewesen. Vom Römischen Reich bis zu den Weltkriegen und dem Kalten Krieg im 20. Jahrhundert. Tausende bezahlten im Bürgerkrieg 1944 bis 1949 ihr Leben für die Utopie eines sozialistischen Griechenlands. Heute weint Theodorakis der untergegangenen Sowjetunion keine Träne mehr nach, glaubt aber immer noch fest daran, dass nur der Sozialismus, allerdings ein demokratischer, zu einer gerechten, menschlicheren Welt führen kann.
Und ich glaube weiterhin, dass heute, da weltweit nur ein System, das kapitalistische, und nur eine Supermacht, die amerikanische, existiert, der Preis, den die Völker für diese Vorherrschaft zahlen müssen, zu hoch ist. Selbst in den ökonomisch entwickelten Staaten haben wir es mit 2/3-Gesellschaften zu tun. Das heißt, 1/3 der Bevölkerung hat unerträgliche Lasten zu tragen, damit 2/3 im Wohlstand leben können, was schon moralisch einfach inakzeptabel ist. Der Sozialismus hätte genau dieses Problem lösen müssen. Er hätte die ökonomische Entwicklung vorantreiben müssen, aber im Gegensatz zum Kapitalismus unter Achtung der Menschenrechte. Er hätte gleiche Bedingungen und gleiche Chancen für alle Menschen schaffen. Die Kluft zwischen den wirtschaftlich Fortgeschrittenen und den wirtschaftlich weniger entwickelten Völkern verringern müssen. Und vor allem hätte er Bildungsperspektiven eröffnen und auch ein höheres kulturelles Niveau für das ganze Volk gewährleisten müssen. Denn wir leben nicht allein dafür, um ökonomisch zu überleben. Wir leben auch, um uns psychisch, bewusstseinsmäßig und ästhetisch weiterzuentwickeln. Mithilfe der Kunst, die für uns alle überlebensnotwendig ist. Das ist die zentrale Frage für den Fortschritt der gesamten Menschheit. Und auf diese zentrale Frage hat das jetzt herrschende System keine Antwort. Nur der Sozialismus hat sie. Tatsache ist, dass nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus jetzt die dunkelsten, die reaktionärsten ökonomischen und politischen Mächte der Welt versuchen, jeden sozialistischen Gegenentwurf schon im Ansatz zu vernichten. Das ist die eigentliche, die große Tragödie unserer Zeit. Das größte Verdienst von Theodorakis ist zweifellos, dass er zeitgenössische Lieder für sein Volk geschrieben hat, die zu Volksliedern wurden. Nicht nur während des politischen Kampfes, sondern auch im traditionellen Bewusstsein. Lieder, die gleichzeitig auch universell klingen und weltweit Erfolg haben. Mit regionaler Folklore haben sie seiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun. Folk Music oder Volksmusik, das ist eine Musik, die vom Volk, und zwar vom anonymen Volk, geschaffen wurde und die sich in volkstümlichen Liedern jeder Region ausdrückt, in folkloristischen Liedern. Volksmusik in diesem Sinne schreiben wir in Griechenland nicht. Dort sind wir alle Komponisten, haben einen mehr oder minder bekannten Namen und bringen einfach eine Kunst hervor, die vom Volk geliebt und übernommen wird. Das ist der springende Punkt. Wenn sich nun diese Kunst als Lied präsentiert, ist sie meiner Ansicht nach nicht minderwertig, weil sie zum Volkslied wird. Auch in Deutschland sind Lieder von großen Komponisten zu Volksliedern geworden. Unser Publikum ist das gesamte griechische Volk. Und wir haben uns dafür entschieden, eine Musik zu schreiben, die man nur deswegen als Volksmusik bezeichnet, weil unser Zuhörer das Volk ist. Das hat nichts mit Folklore zu tun. Es geht um komponierte Musik, die, und das ist für europäische Verhältnisse neu, vom ganzen Volk geliebt wird. Und nicht nur das. Sie inspiriert sogar das Volk und hilft ihm über schwere Zeiten hinweg, wie zum Beispiel während der Militärdiktatur. Was kann es denn Schöneres für einen Künstler geben, als das eigene Volk aufzumuntern, seine Freiheit zurückzuerkämpfen? Ich und andere Vertreter meiner Generation komponierten auch Oratorien, Tragödien und Opern, Volksopern, in denen ebenfalls das Volk sozusagen der Held ist. Doch unsere wichtigste Leistung besteht meiner Ansicht nach darin, dass wir den größten griechischen Dichtern eine musikalische Stimme verliehen haben, aber auch großen ausländischen Dichtern. Ich habe zum Beispiel den Canto General von Pablo Neruda vertont. Für unser Verständnis sind das alles zeitgenössische Werke. Das besondere Merkmal unserer musikalischen Bewegung in Griechenland ist, wir haben uns nie von unserem Volk abgesondert. Wir sind immer ein integraler Teil von ihm gewesen. Diese Haltung ist im Westen schwer nachvollziehbar, denn dort wird Musik brav in Sparten unterschieden.
E-Musik gleich ernster Musik, U-Musik gleich Unterhaltungsmusik, wobei Unterhaltungsmusik nach dem westlichen Verständnis sogenannte populäre Musik ist. Ernste Musik dagegen kennen, hören und verstehen nur sehr wenige Menschen. In den großen Konzertsälen wird symphonische Musik gespielt. Aber weshalb soll eine Musik, die sich großer Popularität beim Volk erfreut, weniger Niveau haben als E-Musik? Wer will das beurteilen? Dieser Musikauffassung nach Sparten steht unsere engagierte, ganzheitliche Musik diametral gegenüber, die vom Volk inspiriert wird, die sich an das Volk richtet, vom Volk geliebt wird, mit dem Volk kämpft und leidet. Das ist uns in Griechenland gelungen und über Griechenland hinaus verstehen viele Menschen diese Musik. Ich denke nicht, dass man sie auch allen anderen begreiflich machen muss. Vielleicht ist das auch gar nicht so ungefährlich. Denn sobald sich Künstler mit ihrem Volk voll und ganz identifizieren, geben sie den Menschen eine unglaubliche Kraft. Wir haben es damals geschafft, dass das griechische Volk mit uns diese unglaubliche Stärke entwickelte und die Junta der Obristen tatsächlich ins Wanken brachte, weil alle Voraussetzungen stimmten. Unsere Kunst und unser Verhalten gegenüber der Diktatur trafen sich mit dem wachsenden Widerstand des Volkes. Allerdings nicht mit jenem Teil des Volkes, der vor dem Fernseher hockt und sich von den Seifenopern und Big Brothers einseifen lässt, sondern mit dem Teil, der beschließt, seine Befreiung in die eigene Hand zu nehmen. Das ist etwas völlig anderes. Zum Beispiel auch damals, als in der Türkei das Volk auf die Straßen ging und zu Zehntausenden ins Gefängnis gesteckt wurde. Als man unzählige Menschen folterte und zum Tode verurteilte. Und als die türkischen Mädchen und Jungen auf die Straße liefen, um gegen die Diktatur zu protestieren. Da tauchte plötzlich ein junger Komponist auf, der Livaneli hieß und der bereits die Verse des großen Nazim Hikmets vertont hatte. Gerade das ist wahre Kunst, Volkskunst. Auch Livaneli hat man ins Gefängnis gesteckt und auch er wurde zu einem Symbol im Freiheitskampf des türkischen Volkes. Seit einigen Jahren treten die beiden Künstler und Volkshelden Livaneli und Theodorakis gemeinsam auf, um gegen die türkisch-griechische Erbfeindschaft anzusingen, mit Liedern in beiden Sprachen. Mikis Theodorakis ist in meinem Leben eine der wichtigsten Persönlichkeiten. So wie der türkische Romancier Yaşar Kemal oder der Regisseur Ilya Kazan. Es geht nicht nur um unsere enge Freundschaft. Theodorakis hat mir durch seine Offenheit und Unbeugsamkeit, durch seine politische Unabhängigkeit, Widerstandskraft und Musikalität schon immer sehr imponiert. Er hat mich geprägt und mein Leben bereichert. Er ist eine Art Ikone eines libertären Humanismus, der gleichzeitig griechisch und europäisch ist. Musik ist ein bedeutender Teil unserer Kultur. Und unsere Kultur ist unser Lebensmittel. Wenn das aufhört, wenn wir nur noch von Vorabendserien und Seifenopern aufgefressen werden, dann gehen uns die Lebensmittel aus. Dann ist einfach Ende. Und die Musik von Theodorakis hat auch in harten Zeiten mitgekämpft. Die Musik von Theodorakis ist längst Weltkulturerbe. Sein geliebtes griechisches Volk aber braucht ihn nicht mehr. Es lebt wie alle westlichen Völker in Freiheit und ist vom Bacillus des Konsumismus befallen, gegen den auch Theodorakis machtlos ist. Aber der bald 77-Jährige bleibt gelassen. Neue Zeiten werden kommen, schlechtere oder bessere, in denen das griechische Volk wieder zusammenrücken wird. Im Kern ist Theodorakis seinem universellen Politikverständnis treu geblieben, genauso wie seiner musikalischen Orientierung. Politik heißt für mich ganz einfach Patriotismus. Ich glaube, man kann nicht Schriftsteller oder Komponist sein und sein Land außen vor lassen.
Man ist zuerst Grieche, Deutscher oder Franzose und dann Komponist. Vor allem dann, wenn die politischen Verhältnisse es einfach nicht zulassen, dass sie tatenlos zu Hause bleiben. In meiner Jugend habe ich den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ich konnte da nicht gleichgültig bleiben, das ging nicht. Danach hatten wir hier einen Bürgerkrieg und später eine Diktatur. Unter diesen Umständen muss man zu einem politischen Menschen werden. Ich war nie ein klassischer Berufspolitiker. Ich hatte immer meine eigenen Vorstellungen. Ich war zuallererst ein Patriot, der für sein Volk da ist. Dazu kommt noch eine andere Dimension, die des Künstlers. Als Künstler bin ich der Meinung, dass Kunst sich nur an freie Völker wenden kann. Wenn sie nicht frei sind, sind sie der Kunst nicht würdig. Für Sklaven ist niemals Kunst gemacht worden. Für sie gibt es einfach keine Kunst. Wenn ich also möchte, dass meine Kunst einen vollwertigen Ansprechpartner hat, nämlich ein freies Volk, dann muss ich eben dafür kämpfen, dass mein Volk frei wird.